Ja, dann freue ich mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen heute Abend von Seiten der Hamburger Kunsthalle. Nur mein kurzes Grußwort zu dieser weiteren Perle im Rahmen unseres Begleitprogramms zur Ausstellung Toyen, der ersten Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland, die wir initiieren konnten in Kooperation mit der Nationalgalerie Prag und dem Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris realisieren konnten. In Paris wird sie im Anschluss an unsere Ausstellung ab März zu sehen sein. Und das Begleitprogramm ist möglich dank der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dank einer wunderbaren Kooperation mit der Universität Hamburg und hier namentlich Frau Professor Anja Tippner als geschäftsführende Direktorin des Instituts für slawistische Literaturwissenschaft. Ihr möchte ich ganz herzlich danken. Sie hat diesen Abend, ja, konzipiert, ermöglicht, wird ihn moderieren. Und der Dank gilt natürlich ganz besonders auch von unserer Seite des Museums an den Referenten, Herrn Professor Josef Wojwodik von der Karls-Universität Prag, den Frau Tippner gewinnen konnte, heute Abend über das ganz wichtige Thema der Arbeiten von Toyen während der Kriegszeit zu sprechen. Ich freue mich riesig auf diesen Abend schon sehr lange und übergebe herzlich dankend an Frau Professor Tippner. Ja, vielen Dank, liebe Frau Görgen, sehr geehrte Ja, Damen, sehr ich, geehrte Entschuldigung, Herren, ich höre nichts. lieber Herr Wojwodik, auch von meiner Seite möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Vortragsveranstaltung im Rahmen der Toyen-Ausstellung. Und es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Ihnen Herrn Professor Josef Wojwodik vorstellen zu dürfen. Herr Professor Wojwodik ist Professor für Literaturtheorie am Institut für tschechische und vergleichende Literatur der Karls-Universität in Prag und ein ausgewiesener Spezialist für den tschechischen Surrealismus. Er hat in München an der LMU Slawistik, Komparatistik und Kunstgeschichte studiert und wurde dort auch mit einer Arbeit über den tschechischen Symbolisten Ottokar Březina promoviert. Seit 2005 ist er Assistenzprofessor an der Karls-Universität und seit 2009 auch Universitätsprofessor. 2006 hat er mit einer Arbeit zum Thema Imagines corporis, der Körper in der tschechischen Moderne und Avantgarde, die Habilitation abgelegt. Und seitdem hat er an verschiedenen Universitäten, unter anderem der La Sapienza in Rom, der Humboldt-Universität in Berlin, der Universität Krakau, Gastprofessuren und Gastdozenturen innegehabt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Literaturtheorie und insbesondere interessiert er sich für das Zusammenspiel von Wort- und Bildkünsten. Im Barock, aber besonders auch in den europäischen Avantgarden und in der Gegenwartskultur. Und dies schlägt sich in einer ganzen Reihe von Publikationen nieder. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen und nur die neuesten Titel nennen. 2014 ein Buch mit dem Titel Pathos in der tschechischen Kunsttheorie und Ästhetik der 1940er Jahre. Da sind wir also schon bei unserem heutigen Vortragsthema. Er hat ein Handbuch zur tschechischen Avantgarde-Kunst herausgegeben, zusammen mit Jan Wiendl. Und 2008 ein Buch mit dem Titel Oberfläche, Verborgenes, Ambivalenz, Manierismus, Barock und Avantgarde veröffentlicht. Und für seine Schriften ist er mit dem sehr renommierten tschechischen Literaturpreis, dem Magnesia Litera Preis, ausgezeichnet worden. Im Kontext der Ausstellung und auch des heutigen Abends ist besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass er einer der Kenner des tschechischen Surrealismus ist und mit einer Vielzahl von Publikationen zu Teige, zu Stierski, Toyens Weggefährten und zu Toyen selber an diesem Wechselverhältnis von Bild und Kunst gearbeitet hat. Auf Deutsch liegt ein Band mit Texten von Stierski von ihm vor, der den Titel trägt Emilie kommt im Traum zu mir und andere erotische Prosa.
Ja, ich freue mich jetzt sehr auf die Überlegungen und Gedanken von Herrn Professor Wojwodik zu Toyens Kunst der Kriegsjahre. Ja, lieber Herr Wojwodik, Sie haben das Wort. Also, vielen herzlichen Dank für diese schöne Vorstellung meiner Arbeit. Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei der Kuratorin der Hamburger Toyen-Ausstellung, Frau Dr. Annabel Görgen-Lammers, für die liebenswürdige Einladung zu diesem Vortrag bedanken. Und mein Dank gilt natürlich auch Frau Iffetak für die hervorragende Organisation, für die Hilfe mit der Präsentation und Frau Schala Schariari für die technische Hilfe. Und natürlich meine lieben Kollegin und auch Mitstreiterin, wenn es um den tschechischen Surrealismus geht, Frau Professor Anja Tippner. Sie ist eigentlich die Initiatorin dieses Vortrags und ich freue mich aufrichtig und außerordentlich darüber, dass ich jetzt über das Œuvre von Toyen etwas sagen kann. Also, das nächste Bild bitte. Ja. Hier sehen wir Toyen auf einem Foto von Man Ray. Und das nächste Bild bitte. Also, das Werk von Toyen aus den Jahren 1939 bis 1945. 16 Bilder und 4 grafische Zyklen. Kein allzu umfangreiches Werk, doch im Hinblick auf Toyens künstlerische Entwicklung und die durch die Jahre des Krieges, der Bedrohung und des sogenannten Protektorats erzwungene Isolation, eine einzigartige Kollektion und Zeugnis ihrer durchaus bedeutenden und wichtigen Schaffensphase. Diese Bilder und Zeichnungen sind schon auf den ersten Blick einmalig und unverwechselbar. Ihre Einzigartigkeit gründet vor allem darin, dass Toyen die vom Krieg erschütterte Welt, die Welt der Protektoratsrealität, der Standgerichte und des Ausnahmezustandes als eine Welt der Kinderspiele, genauer gesagt als eine Welt der verlassenen und erstarrten Kinderspiele darstellt, dazu noch in einer Art und Weise, das nächste Bild bitte, die an Toyens lapidare Illustrationen für das Kinderbuch von Zdenka Marchanova. Hier sehen wir das Titelblatt, Nasch Svet, unser Welt erinnert. Das nächste bitte. Die Welt der Kinderspiele, jedoch ohne Kinder, bildet die Kulisse für Toyens künstlerische Reflexion des Krieges. Es scheint, als würde selbst die Konzeptualisierung des Bösen eine spezifische Phänomenalität, eine spezifische Ästhetik und eine nahezu fotografisch genaue Technik der Nachahmung erfordern, um die Virulenz des Bösen und der Gewalt, die sich als Normalität und schöner Schein maskieren, darzustellen und auf die Leinwand zu bannen. Jene nach wie vor provokative Frage, die sich vor Toyens Bildern und Zeichnungen aus der Kriegszeit aufdrängt, ist die Frage der Nachahmung, der Mimesis. Zum einen in Bezug auf das Thema des Spiels, zum anderen in Bezug auf die Realität des Krieges, der Welt da draußen, das heißt in Bezug auf die Erfahrung mit dem realen Bösen. Spätestens seit der Infragestellung und Überwindung des realistisch-naturalistischen Paradigmas und seit der Emanzipation der Kunst von der sinnlichen Außenwelt hat der Begriff Mimesis in der Kunst des 20. Jahrhunderts keinen guten Klang. Nichtsdestoweniger war es gerade der Surrealismus, der die Magie der veristischen Darstellung
und Verfremdung der Gegenstände der Außenwelt neu entdeckte und einen Malstil entwickelte, der bisweilen als magischer Realismus bezeichnet wird. Man denke an die Bilder von René Magritte oder Salvador Dalí. Der Begriff magischer Realismus, das nächste Bild bitte. Das nächste. Danke. Der Begriff magischer Realismus wurde erstmals 1925 vom Kunsthistoriker Franz Roh in seinem Buch Nachexpressionismus, magischer Realismus, Probleme der neuesten europäischen Malerei in Bezug auf die Bilder der neuen Sachlichkeit verwendet. Zusammen mit dem Thema des Kinderspiels steht noch eine andere Frage im Vordergrund. Wie sieht die Raumzeit der Welt aus, in die Toyn die Kinderspiel in der Atmosphäre des Ausnahmezustandes situiert? Das nächste Bild bitte. Wie sah eigentlich der Raum des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren aus? Was charakterisierte ihn als einen Raum des Ausnahmezustandes? Es waren vor allem die Spannungen und Asymmetrien zwischen Außen und Innen, zwischen Schein und Wirklichkeit, die auf der einen Seite mit der Situation der Eingrenzung, auf der anderen Seite jedoch mit der der Ausgrenzung aus bestimmten Grenzen verbunden war, was ein intensives Gefühl sowohl der Weltfremdheit als auch der Selbstfremdheit hervorrufen musste. Das nächste Bild bitte. Nach dem sogenannten Münchner Abkommen, das am 29. September 1938 unterzeichnet wurde, das heißt nach der Abtretung des Sudetengebiets, das sehen wir hier auf der Karte, ja, das beige, der beigefarbene Rand, Sudetenland, das musste abgetreten werden. Das heißt, nach der Abtretung des Sudetengebiets an das Deutsche Reich wurde dem Rest der Tschechoslowakischen Republik wurden ihm neue Grenzen festgelegt, genauer gesagt aufgezwungen. Und 6 Monate später wurde der Rest der Republik durch die Annullierung der ursprünglichen Grenzen von einer fremden Macht als das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren eingegrenzt und ihrer Autonomie beraubt. In dieser Eingrenzung durch die aufgezwungenen Grenzen wurden die Bewohner des Protektorats der Verfolgung und der Gewalt ausgesetzt. Auf ihrem eigenen, aber von einer fremden Macht okkupierten Territorium kamen sich die Menschen wie Fremdlinge vor. Ihre Welt, in der sie den Einbruch des Fremden in die Sphäre des eigenen, die Gefangennahme durch das Fremde und dessen Ansprüche erlebten, zerfiel sozusagen in eine Heimwelt und eine Fremdwelt. Die Alltagsrealität des Protektorats sollte zumindest bis zum Attentat auf den Reichsprotektor Heydrich am 27. Mai 1942 den Anschein erwecken, dass der Krieg sich eigentlich da draußen abspielt, während vor den Protektoratskulissen alles in den gewohnten Bahnen verläuft. Das nächste Bild bitte. Die Welt, die Toyn auf ihren Bildern und Zeichnungen aus den Kriegsjahren imaginiert, hat einen janusköpfigen Charakter. Es ist eine Tierwelt und eine Spielwelt, zugleich aber in einem ganz eigenartigen Sinn. Hier sehen wir auf dem Bildschirm eine Zeichnung aus dem Zyklus Die Tiere schlafen. Und es sind eigentlich lebendige Tiere oder vielmehr belebte Tierskelette, fantastische Wesen, halb Tiere, halb Menschen,
wie der Raubvogel mit Frauenhänden auf dem Gemälde Die gefährliche Stunde, das nächste Bild bitte, aus dem Jahre 1942. Ich würde diese Faltung der Hände als eine Allusion, eine Anspielung auf die gefalteten Hände der Mona Lisa von Da Vinci interpretieren. Und es sind aber keine menschlichen Wesen, die Dorian visualisiert, im normalen, im gewöhnlichen Sinne. An die frühere Präsenz des Menschen erinnern nur noch Dinge und Gegenstände der Menschenwelt. Das Werkzeug, das nächste Bild bitte. Ja, das sind die Hände der Mona Lisa. Und das nächste bitte. Mhm. Also Gegenstände, die an die Menschenwelt erinnern, wie hier das Werkzeug auf dem Bild Das verlassene Haus aus dem Jahre 1945 und vor allem das Spielzeug in einer nun leer gewordenen Welt. Das nächste Bild bitte. Ja, es sind diese zerschlagenen, ausgeholten Puppen zum Beispiel. Die Landschaft, die Kriegslandschaft, ist auf den Zeichnungen von Toyen zu einer Wüstenlandschaft geworden, die nur noch oder wenigstens von Gespenstern bevölkert wird. Das nächste Bild bitte. Es sind ausgehöhlte Puppen, versteinerte Tiertorsi, halbmenschliche, halbtierische Phantome. Das nächste Bild bitte. Wie in diesem Zyklus die Gespenster der Wüste, also halbtierische Phantome, die in dieser leer gewordenen Welt gespenstern. Die Wüste, die zu den häufigsten Raummotiven der Bildwelt von Toyen aus den Kriegsjahren zählt, stellt zugleich den zentralen Topos ihrer Ikonologie der Trauer dar. Diese gewaltige Trauer, wie es in einem Gedicht von Indri Heisler heißt, bildet das Wesensmerkmal der Weltphysiognomie dieser Bildwerke. Sie ist das Grundelement ihrer Raumstimmung. Das nächste Bild bitte. Das ist eine interessante Zeichnung aus dem Zyklus Nur die Turmfalken, bissen ruhig auf die 10 Gebote. Und ja, wiederum das Motiv der Petrifizierung, der Versteinerung. Und im Übrigen sehe ich in diesem Motiv der Hand mit dem emporragenden Zeigefinger ein Bildzitat, und zwar das nächste Bild bitte. Auf diese Zeichnung von Heinrich Füssli. Füssli war ein Schweizer, der allerdings Ende des 18. Jahrhunderts in London tätig war, vor allem in London. Und diese Zeichnung heißt der Künstler verzweifelnd angesichts der Größe der antiken Trümmer. Und wir sehen also diese Hand, das nächste Bild bitte. Das ist ein Teil der kolossalen Statue von Kaiser Konstantin, also bewahrt in den kapitolischen Museen in Rom. Das nächste Bild bitte. Hier sehen wir das Motiv noch einmal mit Cy Twombly. Und der Zusammenhang zwischen Sand, Wüste, Stein oder Skulptur und der Trauer bzw. der Melancholie war schon der humoralen Pathologie der Antike bekannt. Das nächste Bild bitte. Eine absonderliche Aura der Trauer umgibt auf Toyens Bildern aus der Kriegszeit die Überreste der Zivilisation. Was indizieren die Steine, Ruinen und Fossilien wie der versteinerte, verwitterte und zerbröckelte Löwe auf einem der Blätter der Gespenster der Wüste? Ich würde sagen, es ist der Verlust des Vitalkontakts mit der Welt, die Zerrüttung
der zeiträumlichen Ordnung, die sich als diverse Formen der Petrifizierung manifestieren. Doch selbst die Petrifizierung ist ein Prozess, eine Art Metamorphose. Und eben auf diesen Aspekt in Toyns Werk hat Frau Dr. Görgen Lammers in ihrem Katalog aufmerksam gemacht. Der menschliche und der tierische Körper, die Pflanzen, befinden sich im Prozess der Versteinerung, der seine zeitliche Entsprechung in der maximalen Reduktion der Bewegung und in der Zersprengung der Zeitkontinuität in einzelne isolierte Sequenzen und Augenblicke findet. Das nächste Bild bitte. Das bekannte Gemälde nach der Vorstellung, das wir jetzt auf dem Bildschirm sehen, aus dem Jahre 1943, kann als eine geradezu paradigmatische Visualisierung dieses gehemmten Zeiterlebens und der gehemmten Vitalität gelten. Auch in den Gedichten von Indri Heisler wird die Welt als entleert, versteinert oder tot thematisiert. In einem Gedicht aus dem Zyklus Gespenster der Wüste heißt es, ich zitiere, das Ganze statisch erstarrt wie das Entsetzen. Schon in den einzelnen Bildtiteln deuten wird also das Verhältnis zur Zeitlichkeit und zur Dauer angedeutet. Also die Bilder wie die gefährliche Stunde, binnen einer Stunde, das Bild nach der Vorstellung, der Zyklus Tag und Nacht oder die Bilder vor Frühling oder die Entwicklung. Alle diese Titel beziehen sich auf die Problematik des Zeiterlebens. Auch das Kinderspiel bleibt in einem ganz spezifischen Sinne mit der Zeit verbunden. Das nächste Bild bitte. Im Spiel sagt Giorgio Agamben in seinem schönen Buch Kindheit und Geschichte, ich zitiere, löst sich der Mensch von der heiligen Zeit und vergisst sie in der menschlichen Zeit. Zitat Ende. Die Kinder spielen mit jedem alten Plunder, der ihnen in die Hände kommt. Auf diese Weise verwandeln sich auch Gegenstände, die dem Bereich der praktischen Zweckmäßigkeit zugeordnet waren, in Spielzeuge. Ihre Eigenart, die sie von anderen Gegenständen unterscheidet, gründet, so Agamben, in der zeitlichen Dimension eines Einst und eines Jetzt nicht mehr. Das Spielzeug ist ein Gegenstand, der einmal der Sphäre des Heiligen oder der praktisch-ökonomischen Sphäre angehört hat, der aber jetzt nicht mehr angehört. Von dieser Perspektive aus gesehen, stellt ein Spielzeug etwas vornehmlich Historisches dar. Agamben sagt, das Historische im Reinzustand. Denn, sagt er weiter, nirgends können wir die Zeitlichkeit der Geschichte so in ihrem rein differenziellen und qualitativen Wert erfassen wie beim Spielzeug. Zitat Ende. Es ist die menschliche Zeitlichkeit, die im Spielzeug erhalten ist und die im Spiel sozusagen extrahiert werden kann. Agamben erinnert in diesem Zusammenhang an das Fragment 52 von Heraklit. Das Fragment lautet, die Zeit ist ein Knabe, der spielt, hin und her die Brettsteine setzt. Agamben übersetzt das Wort Aion, das heißt die Zeit in ihrer ursprünglichen Eigenschaft oder auch das Leben als Dauer im Sinne, die Geschichte ist ein spielendes Kind. Das ist sehr wichtig im Hinblick auf das Kriegswerk von Toyen. Und man könnte auch diese Interpretation auf ihre Kinderspiele, auf ihren Bildern und Zeichnungen beziehen. Allerdings mit einer kleinen Bedeutungsverschiebung. Wenn die Geschichte ein Spiel ist, dann nur ein agonales,
vom Willen zur Macht dominiertes Spiel. Diese agonale Situation eines geschichtlichen Augenblicks projiziert Teuer auf dem Gemälde am grünen Tisch, das nächste Bild bitte, danke, aus dem Jahre 45, in das Motiv der angriffsbereiten Truthähne, die sich paarweise auf einer Linie gegenseitig anstarren. Der Rasen, auf dem sie kämpfen, evoziert die grüne Billardtischplatte mit drei runden Billardkugeln. Der Titel am grünen Tisch weist womöglich auf die Situation der politischen und historischen Kabinettentscheidungen hin. Das nächste Bild bitte. Rita Bischoff, die Autorin des Essays für die erste Treuenmonographie aus dem Jahre 1987, schlägt eine Interpretation vor. Sie sieht in diesem Motiv eine mögliche Anspielung auf das Treffen der großen Vier in Jalta und Potsdam im Februar 1945. Das nächste bitte. Auch auf diesem Gemälde erscheint eine Requisite der Kindheitswelt. In der rechten Bildhälfte ist ein Haus aus Pappe, wie aus einem Ausschneidebuch zu sehen, ohne Dach und mit leeren Tür- und Fensteröffnungen, aus denen Blutbäche rinnen. Auf der Seitenwand des Hauses zeichnet sich eine Frauensilhouette ab, deren ausgeschnittenes Papierkleid vom Wind gehoben wird. Dieses Haus aus einem Ausschneidebuch für Kinder ist im Freudschen wie auch im wörtlichen Sinne unheimlich. Ein Haus, in dem wir wohnen und in dem wir uns sicher und heimisch fühlen sollen, wird hier zum Ort der Bedrohung, des Schmerzes oder sogar des Grauens. Von den Menschen, die in den Häusern, die sie bauen und um in ihnen zu leben, einer Gewalt ausgesetzt oder aus denen sie verschleppt wurden, sind nur Schatten geblieben. Der Existenzialmodus des Wohnens, von dem Martin Heidegger in seinem Vortrag, Bauen, Wohnen, Denken spricht, wird auf den Bildern und Zeichnungen von Teuen aus den Kriegsjahren grundsätzlich in Frage gestellt. Heidegger spricht, ich zitiere, von der Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Wohnen. Menschsein heißt, als Sterblicher auf der Erde sein, heißt Wohnen. Das alte Wort bauen, das sagt, der Mensch sei, insofern er wohne. Zitat Ende. In der Welt der Militärbefehle und des Ausnahmezustandes ist der Existenzialmodus des Wohnens unheimlich geworden. Das nächste Bild bitte. In diesen semantischen Kontext gehört auch das interessante Motiv des brennenden Häuschens auf dem Titelblatt der sogenannten realisierten Gedichte von Jindri Heißler und Teuen aus dem Jahre 41. Das Heim als Sphäre der Geborgenheit, die dem Menschen Schutz gewähren soll, könnte sich während des Krieges in jedem Augenblick in einen Ort der Gewalt und des Leidens verwandeln. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier, Humanität und Bestialität, Natur und Kultur, Konstruktion und Destruktion stellt eines der Schlüsselthemen von Teuens künstlerischer Kriegsreflexion dar. Auf ihren Bildern und Zeichnungen aus den Jahren 39 bis 45 schuf Teuen im Medium der Bildkunst und der Bildfiktion eine Doublette, ein Simulacrum der empirischen Welt, ein Simulacrum, das offenbart, was in der realen Welt verborgen bleibt oder verborgen geblieben ist. Zwischen den beiden Welten, zwischen der empirischen Welt und der künstlerischen Fiktion entsteht ein Verhältnis des gegenseitigen Alternierens, der gegenseitigen Oszillation,
die Welt der Kinderspiele widerspiegelt in der Art eines inversen und enigmatischen Spiegelbildes die Welt des Krieges und umgekehrt. Der Krieg brach in der Welt der Kinderspiele aus. Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf Toyns veristisch-minutiöse Malweise zurück, die ihr Werk aus der Kriegszeit kennzeichnet. Warum war diese Anschaulichkeit, diese mimetische Konkretheit für die Malerin so wichtig? Es fällt aus, dass diese Gegenständlichkeit, diese mimetische Konkretheit sich auf etwas bezieht, was auf dem Bild abwesend, unsichtbar, nicht darstellbar bleibt. Das Böse in seinen extremsten Hypostasen und Manifestationen, wie die Gewalt, das Töten oder die Zerstörung. Es ist klar, dass es sich um eine inszenierte Mimesis handelt. Und hier kommt ein anderes Phänomen ins Spiel, das die Slawistin und Literaturwissenschaftlerin Renate Lachmann Bastard der Mimesis nennt, nämlich das Simulacrum, die Täuschung. Der Sinn eines Simulacrums besteht darin, das Abwesende, das Nichtvorhandene zu vergegenwärtigen, wie zum Beispiel die Tier-Simulacra auf den Zeichnungen des Zyklus Phantome der Wüste. Das nächste Bild bitte. Das nächste. Danke. Als leere Darstellung zielt das Simulacrum auf die Repräsentation des Nichtvorhandenen, des Unsichtbaren, dem es den Anschein der Gegenständlichkeit verleiht. Es ist allerdings eine fiktive Gegenständlichkeit, eine phantomhafte Gegenständlichkeit. Was hier auf Toyns Bildern und Zeichnungen vergegenwärtigt wird, scheint eine Leerstelle zu sein, eine Leerstelle der Geschichte, ein quasi Abbild von dem, was in der Realität geschieht. Und diese Leerstelle verlangt danach, imaginativ besetzt zu werden. Es fällt nämlich auf, wie die Phantome auf Toyns Bildern aus den 30er Jahren, das nächste Bild bitte, zum Beispiel das rosa Gespenst oder das nächste, die Stimme des Waldes und das nächste bitte, auch die Stimme des Waldes, eine andere Version. Es ist auffallend, ja, wie eben diese Bilder, wie die Phantome, die Toyn Mitte der 30er Jahre malt, gegen Ende der 30er Jahre immer konkreter, immer gegenständlicher wurden, bis sie schließlich die Gestalt der versteinerten Phantome der Wüste, das nächste Bild bitte, der zerschlagenen Spielpuppen, der toten Tiere, wie auf den Zeichnungen aus dem Zyklus der Schießplatz oder die Gestalt der phantomhaften und dennoch lebendigen Tierskelette, ja, wie hier, auf den Zeichnungen des Zyklus Verstecklich Krieg aus dem Jahre 1944, wie sie einfach diese konkrete Gestalt, diese Phantome angenommen hatten. Dem Bildsujet, das bestimmte Gegenstände darstellt, eignet selbstverständlich keine physische Gegenständlichkeit. Es evoziert lediglich ihren Anschein. Das heißt, die Gegenstände, die wir auf Toyns Bildern und Zeichnungen sehen, decken sich eigentlich nicht mit den Vorstellungen, die sie in unserem Bewusstsein hervorrufen. Dabei kommt es zu einer interessanten Interaktion. Das, was wir als materielle Gegenständlichkeit wahrnehmen, die Leinwand, die Farbe, die Linien und Form, scheint sich gleichsam zu verflüchtigen, damit das, was eigentlich keinen Gegenstandscharakter hat, nämlich jene Leerstelle, in diesem Fall das Böse, die Gewalt, das Entsetzen, doch auch die Sehnsucht, Hoffnung oder der Wunsch in Erscheinung treten kann. Das Phantasma setzt die Imagination in Bewegung. Je phantomhafter, hybrider und amorpher die Wirklichkeit der Außenwelt war, also der Außenwelt des Protektorats, desto konkretere Gestalt gewann sie auf Toyns Bildern und Zeichnungen.
Das nächste Bild bitte. Vor dem Hintergrund des geschichtlichen Trauerspiels macht die Malerin im Grunde genommen genau das, was ein Kind beim Spielen macht. Es schafft Bilder, es spielt mit Bildern. Der holländische Anthropologe Frederik Johannes Jacobus Buitendijk interpretiert das Wesen des Spiels in seinem ausgezeichneten gleichnamigen Buch aus dem Jahre 1934 als einen spezifischen Modus des impulsiven, emotionalen und pathischen Verhaltens, in dem es um das mitfühlende Verstehen geht, das im Gegensatz zum gnostischen Verhalten auf objektive Erkenntnis abzielt. Die Bilder, mit denen das Kind ähnlich wie das Kleintier spielt, interpretiert Buitendijk als Ausdruck des emotionalen Spielcharakters, der seinem Wesen nach eine Synthese von Fiktion, Symbol und spontane Kombination darstellt und den das Kind auf die Realität projiziert. Das nächste Bild bitte. An Buitendijks Theorie hat der Schweizer Entwicklungspsychologe und Kinderpsychologe Jean Piaget in seinem Buch Nachahmung, Spiel und Traum die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kind, an dem er während des Zweiten Weltkrieges arbeitete, angeknüpft. Piaget betrachtet Mimesis und Symbolisierung als die Grundvoraussetzungen des Spiels und des Spielens. Und von dieser Perspektive aus interpretiert er das Spiel als Versuch, den Zwiespalt zwischen dem Ich des Kindes und der Realität zu überwinden, als eine befreiende Konfliktlösung zwischen dem Ich und der Welt, in der die mimetische Geste eine besondere Rolle spielt. Das Spiel ist in Piagets Theorie ein wichtiges Element der Welteineignung, der Assimilation und der Verwandlung des Unbekannten, Fremden und Bedrohlichen in etwas Vertrautes. Worauf zielt die mimetische Geste von Toy? Das nächste Bild bitte. Das nächste. Danke. Wenden wir uns an dieser Stelle den Zeichnungen des Schießplatzzyklus zu. Die Raumgestaltung dieser Zeichnungen evoziert einen arrangierten Innenraum, einen bühnenartig gestalteten Raum mit aufgestellten Kulissen und Requisiten. Auf diese Zeichnung, die wir jetzt sehen, ist der Quasi-Boden der Bühne oder der Boden der Quasi-Bühne mit Trauerkränzen bedeckt. In der Mitte steht ein Stuhl mit zerrissener Sitzfläche, auf der ein Wolfskopf liegt, aus dessen Maul die Zunge zur Seite heraushängt. Der gleiche Wolfskopf erscheint allerdings spiegelverkehrt wie auf einer Spielkarte auf der Rückenlehne. Karel Teige sieht in diesem Motiv eine Anspielung auf den Einmarsch der deutschen Wehrmachtsverbände in Paris am 14. Juni 1940. Deutsche Soldaten hatte man übrigens im besetzten Frankreich Wölfe genannt. Doch die Bedeutung dieses wölfischen Doppelgängermotivs scheint mir noch verschlüsselter zu sein. Durch die Verdoppelung und Wiederholung dieses Motivs schuf Toyn eine visuelle Repräsentation, eine Art visueller Ekphrasis des lateinischen Sprichworts Homo homini lupus, also ein Wolf ist der Mensch dem Menschen. Und der Umstand, dass die Malerin diese Wolfsköpfe gerade auf einem Stuhl platzierte, auf ein Möbelstück, das von Menschen ausschließlich für die Nutzung durch des Menschen als Bestandteil seines Wohnens hergestellt wird, scheint signifikant zu sein. Das nächste Bild bitte. Auf der letzten Zeichnung des Schießplatzzyklus sehen wir ein ähnliches Motiv, das den Torso eines toten Hasen aufgesetzt auf einer Würfelburg aus dem Kinderbaukasten. Das nächste bitte.
Auf den Bildern und Zeichnungen aus der Kriegszeit imaginiert Stoin eine Welt als Miniatur, eine Art von Puppentheaterwelt, die man nach der Vorstellung zusammenklappen kann oder könnte, während die reale Welt in einer geschichtlichen Flutkatastrophe untergeht, wie auf diesem Gemälde, das Kartoffeltheater aus dem Jahre 41. Über der Wasseroberfläche ragen noch die Ruinen der menschlichen Zivilisation und zwei Arme mit spielenden Handpuppen empor. Das Kartoffeltheater als agonales Spiel und eine triste Allegorie der Weltuntergangs. Das nächste bitte. Auf zwei Bildern aus dem Jahr 1943 kommt die Intention zur symbolischen, psychologischen und semantischen Miniaturisierung der Welt besonders deutlich zum Vorschein. Das eine Bild heißt Stille Vorbereitung, das andere dann Binnen einer Stunde. Danke. Das Format der beiden Bilder ist auffallend klein, mit einer größeren Ansichtskarte vergleichbar. Ich habe leider keine Farbreproduktion und man weiß offensichtlich auch nicht, wo sich diese zwei kleinen Bilder befinden. Aber die Bilder erwecken den Eindruck, als würden wir durch das kleine Loch einer Camera Obscura in eine miniaturisierte Welt der sonderbaren Spiele ohne Spieler hineinschauen. Das nächste bitte. Das aufgestellte Brett auf dem Bild Stille Vorbereitung erinnert an das Brett für das Messerwerfen. Es stecken auch, wie es scheint, 7 Wurfmesser im Brett. Nur der Messerwerfer und seine Partnerin sind verschwunden. Der einzige Zeuge dieser stillen Vorbereitung ist der dürre Baumstumpf, der seinen Schatten auf den Boden wirft und dessen Zweige unwillkürlich an ausgebreitete Arme erinnern. Welchen Zweck hat diese stille Vorbereitung? Was wird hier wohl vorbereitet? Nur die Jahreszahl, mit der das Bild datiert ist, erinnert daran, dass eine einst populäre Jahrmarkt- und Varieté-Attraktion in der realen Welt zur blutigen Wirklichkeit geworden ist. Meines Erachtens stellt die stille Vorbereitung, das nächste Bild bitte, eine Art Kontrafaktur, einen Gegenentwurf von einem anderen Bild aus Stoins früher Schaffensphase des poetistischen Naivismus dar. Es geht um das Bild Die Schwertschlucker, auf dem zwar keine Messer geworfen, sondern Schwerter geschluckt werden, während die Partnerin der Artisten in der Bildmitte auf dem zinnoberroten Teppich gefesselt liegt. Das nächste bitte. Das kryptische Motiv des Gefesseltwerdens bzw. die Dialektik der Fesselung und Losbindung, so heißt auch dieses Gemälde von Stoin aus dem Jahre 25, die Gefesselte, die Losgebundene, zieht sich wie ein roter Faden durch Stoins Oeuvre. Stets aufs Neue wird dieses Motiv von der Malerin aufgenommen und auf eine chiffrierte und hochkomplexe Weise semantisiert. So auch auf dem zweiten Bild aus dem Jahre 43, Binnen einer Stunde. Das nächste bitte. Mit einem auf dem Boden liegenden Sack, in dem ein Vogel gefangen gehalten wird. Nur der Kopf des Vogels schaut aus dem Sack heraus. Die individuell-psychologische Symbolik des Gefesseltwerdens, die auf den Bildern aus den 20er Jahren mitschwingt, wurde in den 30er Jahren von Stoin mit Hilfe des Mythos neu interpretiert bzw. existenziell interpretiert. Das nächste. Ja, und das nächste. Ja, am beeindruckendsten wohl auf diesem Gemälde Prometheus aus dem Jahre 34. 10 Jahre später, und das nächste Bild bitte.
Ja, das ist eine Illustration für einen Tagebuchroman von Vítězslav Nezval, Die Glückskette. Und das ist ein Frontispiz, auf dem eben auch dieses Motiv diesmal des gefesselten männlichen Körpers erscheint. Also eine, würde ich sagen, säkularisierte Christus-Prometheus-Interpretation von Doyen. Und 10 Jahre später hat Doyen also auf diesem Bild binnen einer Stunde das Motiv aufgenommen, um ihn auf eine überindividuelle, allgemein menschliche, um ihm eine überindividuelle, allgemein menschliche Bedeutung zu verleihen. Das Gefesseltwerden als Chiffre für menschliche Unfreiheit. Und das Drama der Unfreiheit kann wohl kaum deutlicher und eloquenter ausgedrückt werden als durch das Bild eines gefesselten, im Sack gefangenen Vogels. Das nächste, bitte. In der Ontologie des Spiels von Eugen Fink, Spiel als Weltsymbol, stellt das Spiel genauso wie die Liebe und der Tod, die Arbeit oder die Herrschaft eines der Grundphänomene des menschlichen Daseins dar. Mit dem Unterschied allerdings, dass das Spielen ein zweckfreies Tun und Handeln sei. Der Mensch, sagt Eugen Fink, kann den Ernst, die Echtheit oder die Wirklichkeit spielen. Er kann auch die Arbeit und Kampf, Liebe und Tod spielen. Er kann sogar das Spiel spielen, betont Fink. Der Philosoph sagt, der Mensch sei wesenhaft Sterblicher, wesenhaft Arbeiter, wesenhaft Kämpfer, wesenhaft Liebender und wesenhaft Spieler. Zitat Ende. Im Modus des Spiels überkreuzen sich und überschneiden diese Daseinsmodi auf Doyens Bildern und Zeichnungen chiasmatisch. Und gleichzeitig wird das Wesen des Spiels in ihrem Werk in grundlegender Weise problematisiert, indem sie den Vollzugscharakter des Spiels, nämlich die Bewegung und die Aktivität, als eine gestörte, unterbrochene oder erstarrte spielt und Lebensbewegtheit visualisiert. Eben dieses impulsiv dynamische Prinzip des Spielens lässt Doyen wortwörtlich aus dem Spiel. Das nächste Bild, bitte. Wenden wir uns noch dem Schießplatz, dieser Schießplatzzeichnung zu. Das ist die 5. Zeichnung aus dem Schießplatzzyklus. Und wir sehen also zwischen den Zeichen oder Zeichenfedern oder Malfedern, die aus dem Boden gleichsam wie Schusspatronen emporragen, nämlich die Zeichenfeder als Waffe der Künstlerin, eine Reihe von 5 verwitterten Steinplatten, würde ich sagen, oder Steintafeln, an denen der Blick des Betrachters hängen bleibt. Auf dem 2. und dem 4. Stein sehen wir Zeichnungen von Mädchenköpfen, der eine mit verbundenem Mund, der andere mit verbundenen Augen. Auf dem anderen Stein, der eine Spielkarte evoziert, erscheinen 2 sich küssende Schafsköpfe, wobei das bekannte Kartenspiel Schafkopf heißt. Und auf der letzten Steinplatte rechts sehen wir das offene Mund eines Hundes mit ausgestreckter Zunge, also ein ähnliches und für die Malerin offensichtlich obsessives Motiv, wie das mit den Wolfsköpfen auf der anderen bereits erwähnten Schießplatzzeichnung. Auf dem 1. Stein von links stehen neben der aufgezeichneten Schreib- oder Zeichenfeder, wie in einem Schulheft, stehen die Zahlen 6x9, die das kleine 1x1 vortäuschen. In Wirklichkeit jedoch, wie ich vermute,
ein Sexspiel, den oral-genitalen Kontakt, das sogenannte Soissons-Neuf-Spiel, chiffrieren. In einem Ausnahmezustand kann sich eine harmlose Schulutensilie wie die Schreibfeder in eine gefährliche Schissmunition oder wie die sexuell konnotierte Chiffre 6x9 andeutet, in ein phallisches Symbol verwandeln. Die beunruhigende Symmetrie zwischen dem Lebenstrieb und dem Todestrieb, zwischen Eros und Thanatos, hat Thoen durch chiasmatische Verschränkung einiger latenter, hinter dem manifesten Kriegsthema versteckte Motive zum Ausdruck gebracht. Das Chiasma als diagonale Kreuzung der Linien des griechischen Buchstaben Chi, die sich in diesem Punkt, der die Mitte bildet, überschneiden und gleichzeitig aneinander vorbeilaufen, erscheint als zentrale Denkfigur von Thoens Oeuvre. In der Mitte, in der sich die Linien überschneiden, offenbart sich der beunruhigende Sinn der Erfahrung mit dem anderen, mit der radikalen Andersheit. Überhaupt beunruhigend deshalb, weil die Begegnung mit dem anderen, mit der Alterität, sich im Modus der Exklusion ereignet. Die Linien eines Chiasmas konstituieren einen Zwischenraum, in dem die Alterität als Enigma erscheint, das die Unaussprechlichkeit, die Unsichtbarkeit oder das Nichtverstehen nach sich ziehen. In der Welt, die Thoen auf ihren Bildern und Zeichnungen der Kriegsjahre imaginiert und visualisiert, begegnen, kreuzen und überschneiden sich chiasmatisch das Menschliche und das Tierische, der Blick und das Wort, das Spiel und die Zerstörung, das Geschichtlich-Politische und das Erotische. Aber die Beziehung zwischen Eros und Thanatos, zwischen Gewalt und Erotik, wird chiffriert, dargestellt. Ihr Geheimnis wird nicht so leicht preisgegeben. Wie bereits angemerkt, ist die Welt auf Thoens Bildern und Zeichnungen aus der Kriegszeit im besonderen Maße und bemerkenswerterweise eine Tierwelt. Das nächste Bild bitte. Die Tiere sind die geheimnisvollen Mitspieler dieser Kinderspiele ohne Kinder, wie auf diesem schönen Gemälde im Schloss Lacoste mit dem Motiv des verlassenen Murmelspiels. Das nächste Bild bitte. Das nächste. Louis-Ferdinand Céline hat seinen letzten Roman Rigaudon, das ist der Name eines provenzalischen Tanzes, und der Roman spielt sich am Ende des Zweiten Weltkrieges ab und der Autor hat den Roman den Tieren gewidmet. Also die Kinder und Tiere sind auch die einzigen Wesen, die in den Augen von Céline Gunst finden. Am Ende des Romans stelzt nämlich eine aus zerbombten deutschen Tiergärten entflogene Gruppe exotischer Vögel über den Strand von Kopenhagen. Das nächste Bild bitte. Auf diese Zeichnung aus dem Schießplatzzyklus hat Thoen zwei, wie es scheint, männliche Büsten dargestellt. Die eine ist en face gezeichnet, die andere wendet dem Zuschauer den Rücken zu. Anstelle der Augen der en face gezeichneten Büste tauchen in Kinderschrift, wie in einem Schreibheft, zwei A in Kleinbuchstaben. Diese Motive, die Schul- und Schreibhefte, aber auch das Motiv des verbundenen Mundes, beziehen sich auf das Thema der Sprache, des Unaussprechlichen, des Unsagbaren. Und darüber hinaus auf die Problematik der antiken Tradition des Menschen als Sohn, Logon, Echon, als Animal Rationale, das spricht und denkt. Auch die Tiere sind nicht ohne Sprache. Das nächste Bild. Wie Giorgio Agamben in seinem erwähnten Buch Kindheit und Geschichte ausführt. Es ist jedoch eine Sprache ohne Rede bei den Tieren.
Es geht also um die Differenz zwischen Sprache und Diskurs, denn die Historizität des Menschen gründet, so Agamben, in dieser Differenz zwischen Sprache und Rede, zwischen Semantik und Semiotik. Die reine Sprache, die Sprache der Natur, ist in sich ahistorisch. Die Natur braucht keine Sprache. Aus dieser Perspektive gesehen sei das Humanum, das Menschliche, laut Agamben, nichts anderes als der Übergang von der reinen Sprache zum Diskurs. Im Gegensatz zu der ungeordneten, nicht artikulierten Stimme der Tiere ist die menschliche Stimme gegliedert und kann geschrieben mit Buchstaben fixiert werden. Deshalb das nächste Bild. Danke. Übte, dass die Alphabetschrift einen so immensen Einfluss auf unsere Kultur und unser Verständnis der Sprache aus. Das Alphabet repräsentiert das Prinzip Text und diese Vorstellung hat eine lange Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Im alten Griechenland repräsentierten die Einzelbuchstaben des Alphabets die menschliche Gestalt und das gesamte Wissen der Welt. Für die Avantgarde hatte das Alphabet eine große Bedeutung, aber nicht nur für die typografischen Experimente, sondern auch für die Kunsttheorie der Avantgarde. Der avantgardistische Künstler verstand sich als Designer eines neuen Lebensstils, als Buchstabenkonstrukteur einer neuen Welt, einer Welt der modernen Schönheit. Er wollte die Welt mit neuen Augen sehen, die Dinge dieser Welt neu benennen, wie ein Kind, das mit dem ABC beginnt. Das nächste bitte. Das bekannte Alphabet mit den Gedichten von Nezval, mit der puristischen Typografie von Karel Teige und den Fotografien der gymnastischen Kreationen der Tänzerin Milcha Majerova, die die Formen der einzelnen Buchstaben gymnastisch, tänzerisch evozieren will, ist ein illustres Beispiel hierfür. Das nächste bitte. Aber im Jahr 1940 hatte das Alphabet für Toyen offensichtlich eine grundsätzlich andere Bedeutung, die von einer tödlichen Aphonie, von einer gespenstigen Todesstille bedrohte Welt, sollte nach der überstandenen Katastrophe sozusagen neu vokalisiert, neu buchstabiert und vermenschlicht werden. Die Kleinbuchstaben A als Augen der Büste auf der Schießplatzzeichnung können den Anfang, den Ursprung, die Arche oder das Alpha bedeuten. Nun galt es, die Spuren des Menschen, wie die Spuren im Sand, neu zu entdecken. Das nächste Bild bitte. Wie die Spuren im Sand, der die Wüstenlandschaft mit riesigen Mondköpfen auf der Zeichnung aus dem Zyklus Versteck dich Krieg bedecken. Mit dieser Spurensuche ging als Ausdruck der Absage an die zivilisatorisch-technischen Träume der Moderne und der Avantgarde auch das auffallende Interesse der Kunst der Nachkriegszeit für das Archaische, Früh- und Prähistorische, für das Andere, Unbekannte und Unvollendete einher. Die messianistisch-gnostischen Ansprüche der Avantgarde und ihre kulturpolitischen Ambitionen wurden genauso verabschiedet wie die diskreditierte Idee des pompösen Gesamtkunstwerks. Man könnte an dieser Stelle das schöne Buch, das nächste Bild bitte, während der nationalsozialistischen Herrschaft verfemten Malers Willy Baumeister, das Unbekannte in der Kunst aus dem Jahre 1947, erwähnen. Baumeister vergleicht das Unbekannte in der Kunst mit einem schlichten Vierzeiler, bei dem die letzte Zeile fehlt. In diesem Unvollendeten gründet auch das Beunruhigende des Unbekannten. In dieser Rehabilitierung des Archaischen, des Ursprünglichen, könnte man eine nachmoderne Rückkehr zu den elementaren, vormodernen Formen erblicken.
Die chiasmatische Verschränkung von Mensch und Tier, von Sprache und Schweigen, von verbundenen Augen und verbundenem Mund, das nächste Bild bitte, kann als eines der zentralen Topoi des Werks von Toyn betrachtet werden. Den Punkt, in dem sich diese komplementären Gegensätze treffen und kreuzen, könnte man als latente Animalität des Menschen bezeichnen, dessen Einzigartigkeit, durch die er sich prinzipiell von den Tieren unterscheidet, in seiner Fähigkeit, also in der Fähigkeit des Menschen zu sprechen, gründet. Allerdings wird schon in Platons Respublika der Krieger im Bild des Hundes beschrieben. Ein Vergleich, der später von Thomas Hobbes im Traktat De Homine aus dem Jahre 1658 hyperbolisch zum Wolf gesteigert wurde. Laut Hobbes sei der Mensch in seiner eigentlichsten Wahrheit bestialischer als jedes Tier, insofern er seine Kunst der Sprache für kriegerische Zwecke missbraucht. Die Zunge des Menschen sei gleichsam, wie Hobbes schreibt, die Trompete des Krieges. Die Bedeutung der Verschränkung von Mensch und Tier, Kultur und Natur, scheint jedoch in Toyns Werk komplizierter und komplexer zu sein, als die, welche die inszenierte kindliche Optik dieser Bilder und Zeichnungen suggeriert. Es scheint das Phänomen der Interanimalität zu sein, das nächste Bild bitte, in dem sich diese komplementären Gegensätze treffen. Mit dem Begriff Interanimalität arbeitet im Anschluss an die Theorie des Schweizer Zoologen, Biologen Adolf Portmann, das nächste Bild bitte, in seinen Vorlesungen am Collège de France Maurice Merleau-Ponty. Die gemeinsame Grundlage der Interanimalität bildet die Körperlichkeit in ihrer Doppelstruktur als ein sinnlich wahrnehmbarer und ein libidinöser Körper. Das heißt, den Sexualtrieb erlebender Körper. Toyn hat dieses interanimale Chiasma auf eine einzigartige Weise auf den Zeichnungen des Schießplatzzyklus zum Ausdruck gebracht. Durch die Kombination der Motive, die wir hier sehen, also das nächste Zeichnung bitte, das nächste, die Mädchenköpfe mit gebundenen Augen und verbundenem Mund, die zwei sich küssenden Schafsköpfe und das offene Maul eines Hundes mit der ausgestreckten Zunge, hat Toyn die Dialektik der Ästhesiologie, der Lehre von den Sinnesorganen und der Sexualität, das nächste Bild bitte, in chiffrierter Form eines nun scheinbar unbedeutenden Einmal-Eins-Motivs zum Ausdruck gebracht. Es sind nicht nur die Sinnesorgane, also die Sehkraft, die Augen, die sehen, die Zunge, der Mund, der spricht und ihre spezifischen Modalitäten und Werte der Sinneserkenntnis, sondern es ist auch der Sexualtrieb, durch den sich unsere Existenz manifestiert, indem sie sich eben als gelebte Sexualität realisiert. Es ist die Animalität als Körperlichkeit unserer Existenz, die in Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung das Fundament und die Treibkraft nicht nur unseres Verstehens, sondern auch unseres Weltbezugs bildet. Oder von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, weil der Mensch von seiner Animalität weiß, muss er sich immer auch der drohenden Gefahr bewusst sein, in der Tierheit zu versinken. Eine Gefahr, die in solchen Ausnahmezuständen wie der Krieg besonders virulent wird. Er muss seine Animalität dauernd kultivieren und dem Todestrieb durch den Lebenstrieb, der sich am vollkommensten durch die Liebe manifestiert, die Stirn bieten. Das nächste Bild bitte.
Eben diese Kraft der Liebe haben die Philosophen der Biologie, Helmut Plessner und der schon erwähnte Frederik Johannes Jacobus Buitendijk, im Schlussteil ihres schönen Aufsatzes Mensch und Tier hervorgehoben. Ich zitiere: Die Liebe ist der Elan und die Essenz des menschlichen Wesens, die Erwecktheit und Offenheit, welche den Bindungen von Mensch zu Mensch, von Mensch und Ding, ihre Innigkeit, Echtheit, aber auch ihre Brüchigkeit und Wandelbarkeit verleiht. Um diese Liebe willen, die alles Geistige vom umweltgebundenen Intellekt abhebt, bleibt der Mensch von sich aus und für seinesgleichen gefährdet. So wie es Zeiten gibt, in denen sich ihm sein eigener Begriff verdunkelt und von zoologischen Allgemeinheiten verdrängen lässt, muss er sich der Liebeskraft als des Fundaments seines geistigen Daseins immer wieder von Neuem erinnern und versichern, damit er nicht zur klingenden Schelle und zum tönenden Erz einer Spezies erstarre, sondern als Einzelne noch Mensch bleibe, der über alle mehr oder weniger naturgegebenen Unterschiede hinweg auch dem Fremden als seinem Bruder in die Augen zu blicken wagt. Das ist alles. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Josef, vielen Dank für diesen wundervollen Vortrag, für die Interpretation und Entschlüsselung der enigmatischen Bilder und diesen Einblick in Toyons private Bildwelten und aber auch die Bezüge, die du hergestellt hast zur Philosophie und Anthropologie der Zeit. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, Fragen an Herrn Wojwodik über den Chat zu stellen, und ich würde das, Sie könnten das in den Chat schreiben und ich würde das Herrn Wojwodik vorlesen. Also die Diskussion ist eröffnet, wir haben noch ein wenig Zeit und könnten noch ins Gespräch kommen. Ja, hier ist eine Frage oder eine Anmerkung von meiner Kollegin Petra Lange-Werndt, der Kunsthistorikerin, die sich für den schönen und komplexen Vortrag bedankt. Also, ja, das freut mich sehr. Das freut mich. Vielen Dank. Sonst würde, hier kommt auch gleich eine Frage, und sie sagt: Wie war denn die Ateliersituation von Toyon? Also könntest du noch etwas Genaueres sagen über die Bedingungen, unter denen sie gearbeitet hat? Ja, also habe die Wohnung in Krasova Ulice in Prag natürlich nie gesehen. Aber ich gehe davon aus, dass ihr kein allzu großes Atelier zur Verfügung stand. Ja. Davon zeugen oder dafür sprechen auch die Bilderformate. Ja, es sind eher kleinere Bilder, die man auch in einem nicht allzu großen Raum irgendwie malen kann. Ja, es gibt zwar zwei, drei Bilder aus der Kriegszeit, die größer sind, ja, aber ich glaube, es war gar nicht so einfach, ja, weil, und vor allem nach dem Attentat auf Heydrich, ja, waren die Möglichkeiten sehr irgendwie kompliziert, und es war einfach nicht möglich, sich so frei, ja, in Prag zu bewegen von einem Atelier zum anderen, ja, würde ich sagen. Gibt es noch eine weitere Frage? Siehst du, wie sieht es aus mit Bezügen zu Roger Cavois? Es gibt ja, siehst du Bezüge oder Beziehungen zwischen den Mineralien und den Ausdrucksformen menschlicher Vorstellung, die er entwickelt, und ja, Überlegungen zum Spiel bei Toyon? Ja, das
das wäre eine Möglichkeit, ja, obwohl, ja, interessanterweise lebte Roger Caillaux 38 in Prag, ja, bei Karel Teige. Ah, okay. Er besuchte, ich glaube, Josef Schiemer hat ein Stipendium für Caillaux organisiert. Und er bekam auch das Stipendium, kam nach Prag, wohnte bei Teige und kam auch in Berührung mit den Mitgliedern des Prager Linguistischen Kreises. Ja, also Caillaux unternahm auch, das wissen wir, eine Reise mit Piotr Bagatyrjow nach Ostslowakei. Ja. Und es ist auch durchaus möglich, dass er auch mit Toyen und Stierski und Heißler damals verkehrt. Aber die Spieltheorie von Caillaux, die kam erst später, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit, also am Ende der 30er Jahre, befasste sich, das ist auch ein interessantes Thema, befasste sich Caillaux mit dem Heiligen und dem Profanen. Und natürlich die Welt, die er mit der Imagination besonders stark in Verbindung bringt, ist die Welt der Anorganik, der Mineralien. Es gibt ein Bild von Toyen aus dem Jahre 46, das Beben im Kristall heißt das Bild. Und das wäre also eine Imagination, eine Vorstellung, die der Vorstellung von der Imagination in Verbindung mit den Mineralien von Caillaux irgendwie annähernd sein könnte. Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch eine Frage. Du hast ja sehr schön die Bezüge hergestellt so zwischen den privaten Obsessionen, den Bildmotiven, die auch immer wiederkehren von den frühen Bildern, bis in diese Bilder, die den Kriegszustand aufgreifen und thematisieren. Und ich habe mich gefragt, lässt sich das auch über die 40er Jahre hinaus verlängern? Siehst du ein Nachwirken dieser Arbeiten und dieser Motive und auch dieser Gedanken zum Interanimalischen beispielsweise in den Bildern nach 45 und dann besonders nach 48? Ja, vielen Dank für die Frage und für alle Fragen. Interessanterweise kehrte Toyen in den 60er Jahren zu den Tiermotiven zurück, ja, und schuf bereits in dem Pariser Exil eine sozusagen Reprise des Schießplatz. Zyklus. Ja. Sie nahm wieder einige Tiermotive auf, aber kontextualisierte sie anders. Ja. Ich würde sagen, dass, so habe ich das Gefühl, das Enigmatische ist ein bisschen weg. Ja. Das Collagenwerk von Toyen. Ja, aus den 60er Jahren tauchen auch zahlreiche Tiermotive auf. Ja. Sie collagierte, sie benutzte auch die Collage für die, sie kombinierte die Ölmalerei und die Collage, ja, in den 60er Jahren auf einigen Bildern. Und die Tiermotive kommen, ja, die werden neu irgendwie interpretiert, semantisiert, visualisiert. Also sie mussten für die Toyen eine sehr große Rolle spielen, ja, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Isolation, als sie Mitte der 20er Jahre in Paris war. Sie führte ein Tagebuch mit Zeichnungen und Kleintexten.
Und auf einem der Blätter sehen wir eine Katze. Und Thorin schreibt, also in diesem Sinne, schreibt sie, ja, ich bin ganz allein, nur diese Katze ist mein Begleiter. Also das hat, also diese Zeichnungen aus diesem Tagebuch haben etwas fast Rührendes. Ja? Also man sieht diese große Einsamkeit, die eigentlich zu, würde ich sagen, zu den tiefsten Wesen gehörte. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Im Chat sind auch noch andere positive Reaktionen auf den Vortrag zu verzeichnen. Wenn nicht, würde ich denken, dass wir dann an das Ende gekommen sind. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich für den inspirierenden und gedankenreichen Vortrag bedanken, der auch diese Kriegserfahrung nochmal und das Kriegswerk für uns nochmal neu kontextualisiert hat. Und ich fand das sehr eindrucksvoll, wie du tatsächlich diesen Ausnahmezustand konturiert hast und in Beziehung gesetzt hast zu den Bildmotiven. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal Shahlah Shahriari danken für die technische Betreuung. Und Frau Dr. Görgen-Lammers und Frau Tack auch ganz herzlichen Dank für die wunderbare Kooperation, die das überhaupt möglich gemacht hat. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und auf Wiedersehen und hoffe, dass Sie vielleicht noch die eine oder andere Veranstaltung, die jetzt noch das Ende der Vorausstellung begleitet, wahrnehmen werden. Ich glaube, Frau Görgen möchte noch einen Hinweis geben. Vielleicht darf ich das noch machen. Also zunächst auch von meiner Seite ganz, ganz großes Danke. Das war so reich und so vielfältig und so tiefgehend, dass ich glaube, wir alle da sehr viel Anstöße mitgenommen haben. Ich werde jedenfalls jetzt ganz anders durch die Ausstellung gehen und von den 20er Jahren bis zum Kriegswerk und jetzt auch die Tiere der späten Bilder mir ganz anders anschauen. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet, zu Ihnen über das Kriegswerk von Thorin zu sprechen. Ich freue mich wirklich ungemein. Vielen, vielen Dank auch für die technische Hilfe, für die Organisation. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Wir wollen Sie jetzt eigentlich alle hier haben und am liebsten mit Ihnen gemeinsam vor den Werken stehen. Ich hoffe, irgendwann wird das möglich sein. Und ich wollte noch hinweisen, vielleicht auch für die Zuhörer, dass wir genau dieses Thema, was Sie so toll angesprochen haben, eben auch diese Atmosphäre und der Einsamkeit, der Melancholie, Herr Jindrich Thomann von Professor in Michigan. Am Sonntag um 12 Uhr wird ein Gespräch mit ihm freigeschaltet werden. Ist ja auch nur online leider bei uns. Und er wird darüber sprechen. Sein Thema ist die Frau ist hohl, die Phantome sind leer. Und er spricht unter anderem auch über die Melancholie und die Wendung der Melancholie zur Angst Ende der 30er Jahre. Das könnte vielleicht ganz gut sich jetzt auch ergänzen, zumal er, und das ist vielleicht da auch nochmal besonders interessant, einige Erinnerungen teilt von den Berichten, die er gehört hat von Thorin in den 60er Jahren über die Kriegszeit und natürlich über Heisler auch. Das vielleicht nur als Tipp auch für die Zuhörer, dass wir am Sonntag um 12 Uhr dieses Gespräch mit Jindrich Thomann freischalten und das, was Sie so schön mit dem mit der Liebe und dem Begehren reflektiert haben, auf ganz andere Weise, aber genau diese Betonung macht natürlich auch Annie Lebrun und auch dieses Gespräch, was wir ihr noch vor Ort mit ihr führen konnten, vor anderthalb Wochen, ist jetzt seit heute Morgen, glaube ich, auch freigeschaltet. Also da kann man auch noch mal hören, wie jetzt eben diese Weggefährtin der 60er, 70er Jahre dieses Thema bei Thorin fasst. Das vielleicht nur noch als Hinweis
für die weitere Beschäftigung. Mhm. Mhm. Tausend Dank und in der Hoffnung, einmal sich wiederzusehen und zu treffen. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Görden-Lammers. Es hat mich ungemein gefreut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.